Ey! Das ist unglaublich, wie viel die aushalten. Das ist nicht schön, aber ich sammle hier gerade andere Munition ein. Habe ich hierfür... Granaten! Ah! Schweinehunde! Na komm her. Dein Helm hast du doch schon verloren. Soll so ganz schwer sein, das eigentlich zu vernichten. Ja, ein paar Granaten. Und... Oh Gott, du siehst... Achso, er ist nur... Wurde hier mal eingeflogen, interessant. Vielleicht komme ich mit Granaten weiter. Hm, nicht wirklich. Das ist wirklich nicht schön hier. Kriege ich euch denn am besten munitionsschonend kaputt? Ey. Okay. War doch gar nicht so schwer. Einfach nur lang genug drauf schießen, dann fallen auch diese Kollegen um. Na komm. Komm, ich schlag dich kaputt, du Drecksack. Zack, schön den Kopf. Und dann erledig dich. Okay, auch das funktioniert. Ich habe auch keine EMP-Granaten mehr. Nee. Okay, das ist natürlich unschön. Hier ist soweit auch nichts mehr, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht finde ich ja irgendwo noch Material für meine EMP-Granaten. Könnte ich mir dann überhaupt eine bauen schon wieder? Nö. Da fehlen mir Heilgranaten. Gut, die hätte ich vielleicht nicht wegwerfen sollen. Also benutzen sollen. Aber irgendwo lassen sich bestimmt noch Granaten finden. In der Zeit gehe ich gleich erstmal. Was haben wir hier? Ein Elektrobausatz. Na gut. Deshalb gehen wir da hinten, wo wir runtergehen konnten. Genau hier. Was haben wir hier? Fat Boys, Stahlbolzen. Und Schrotmunition. Hm. Keine Granaten. Das ist nicht so schön. Oder kann ich die Dinger einfach kaputt schießen? Ja, okay, mit einfacher Waffengewalt funktioniert das auch. Und hier finde ich jetzt auch Kampfgranaten, um die EMP-Granaten herzubauen, wieder, ja, herzustellen. Und ich wechsle mal zur... Oh Gott. Okay, hier kann ich also die... Ah, nein! Oh nein, ich bin so doof. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht nur Granaten. Oh Gott. Das war sehr unklug. Hm, was mache ich jetzt am besten? Ich nehme mal die Schrotflinte. Na gut, das hilft nicht, aber... Ich kann ja immerhin... das Ding kaputt schießen. Na gut, mit der Pistole macht das nur mäßig viel Schaden. Sollte aber reichen, um genau um das Geschütz zu deaktivieren. Dann können wir hier sicher weitergehen. Och, noch ein Geschütz. Das, ah. Oh Gott, es trifft mich einfach überall. Ich will auch das Öl haben. So, dann machen wir auch dieses Gerät einmal kaputt. So, dann kann uns das, stört uns das nicht mehr. Und mit ein paar gezielten Kopfschüssen können wir diese Kollegen auch relativ schnell ausschalten. Legt er sich hin. Kann er nichts machen, wa? Oh, noch ein Geschütz. Haben wir es denn bald? Was bringt mir diese Munition? Das wäre mal interessant. Muss gleich mal ausprobieren.
Und Granaten. Aber ich habe schon wieder Gegner. So. Kopfschuss, Kopfschuss, Kopfschuss. Tot, 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 tot. Ich probiere jetzt mal die... So, ich probiere jetzt mir mal die neue Armbrustmunition aus, die Hypnosebolzen. Gucken, was passiert. Zack! Ah, oh, daneben. Stark. Okay, das habe ich angekündigt. Mit Pech explodieren die Leute einfach. Was jetzt ja erstmal nicht so schlimm ist. Kriege ich das eigentlich auch kaputt geschlagen? Ja. Es funktioniert auch so. Jetzt spare ich mir die Munition. Klack, klack. Und aus. Haha. Okay, hier haben wir einen Puls. Ach, jetzt. So, ich wollte jetzt mal. Was haben wir denn jetzt hier noch für Munition? Pulsschüsse. Mal gucken, was macht die denn Schönes? Na, das geht doch schon mal deutlich schneller. Als wenn ich da mit meiner Waffe gegentrete. Oder gegenschlage, besser gesagt. Treten tue ich ja mit meinen Füßen. Und ein paar Stofflappen, die nehme ich mit. Und Munition. EMP-Granaten, das ist ein Traum. Okay. Na komm her, Kollege. Ja, das ist alles nicht so besonders effektiv hier. Zumindest nicht diese Munition. Oh Gott. Das ist mir zu bunt hier. Mini-Granaten. Gucken, können die was ausrichten, was ordentlich ist? Hm, nicht wirklich. Das soll ich mir für andere Sachen aufbewahren. Was machen denn die Fat Boys bei euch? Probieren wir mal alles aus hier. Okay, die scheinen zumindest durch die Rüstung durchzugehen. Das hört sich auch schon mal gut an. Na, wo bist du denn? Hm? Wo hast du dich versteckt? Sehr gut, Fat Boys sind sehr wirkungsvoll bei diesen gepanzerten Kollegen. Das ist doch schön zu wissen. Aha. Was ist, haben sie die Gefangenen freigelassen? Interessant, interessant. Das habe ich schon gesehen. So, ich will hier runter. Haben wir in den Zellen irgendwas rumliegen? Nö, vermutlich nicht. Na komm, fall um. Coole Drehung, Kollege. Ah, verdammt. Munition leer. So, und jetzt wieder Kopfschuss und wir gehen weiter. So, runter hier. Ein paar Bierflaschen nehme ich noch mit. Haben wir hier noch was? Wo drüben? Natürlich der Einzige, der hier... Gut, dass du da bist. Die Türsteuerung ist dort an der Wand. Hol mich hier raus. Hier? Was? Ich weiß, wie ich hier rauskomme. Mist, das Sicherheitssystem ist wieder aktiv. Ich werde das Energiemodul der Sendeanlage holen. So, wir müssen unseren Kollegen ja müssen wir schützen, denn die Gegnerhorden kommen. Und den Fat Boys, boah, läuft so ganz gut. Die Munition ist doch recht effektiv gegen die Panzerung. Kopfschuss und tot. Na komm, wo kommt der nächste? Ich langweile mich langsam. So, wir können also wieder durchgehen. Na, wo bleibst du denn? Okay. Dann folge ich dir einfach mal.
Hier lang. Oh, hä? Scheinbar ist... Dann los. Was haben wir hier noch Schönes? Schrotmunition. Was du brauchst. Gib mir Deckung im Innenhof. Vollstrecker kommen durch den Innenhof. Okay, wir müssen jetzt aufpassen, dass er nicht stirbt. Denn anders wie bei mir, er lädt sich seine Energie vermutlich mal nicht wieder auf. Zack. Hier, yeah, guck mal, zack. Und zack. Wie lebt er denn noch? Das ist ein Skandal. Zeig dein Köpfchen. Okay, wir bewegen uns weiter. Wo ist er denn? Kollege. Wo bist du hin? Ach da. Ey. Dann treffe ich ihn nicht. Skandal. Munition neigt sich leider auch langsam dem Ende. Na, ich treffe doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ey. Ich wollte doch nur deinen Kollegen hier plündern. Ah, nachladen. Na. Ja. Das gibt's doch nicht. Vielleicht sterbe ich. Puh. Ging ja noch mal gut. Gerade so. Na, jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du. So, ich muss mir gleich mal schauen, welche Waffe ich gleich nehme. Ah, Schallkling. Ah! Geht doch. Hör doch mal auf hier, um zu nerven. Krieg ihn einfach nicht tot von da. Das gibt's doch gar nicht. Ah! Das ist unglaublich, wie viel die aushalten, wenn ich diese normale Munition habe. Ich werde hier mal hochlaufen. Vielleicht gar nicht so blöd. Ah, hier komme ich nicht weiter. Autsch. Von wo kam der Schuss denn? Ah, hier. Moment. Ich brauche meine EMP-Granaten. Hä? Ja, E-Granaten? Nein. Ich habe doch irgendwo EMP-Granaten aufgesammelt, oder nicht? Brauche ich mir halt welche. Mir war so, als hätte ich da welche bekommen. Och Mano, wieso kann sie mir dann nicht direkt ins Inventar hauen? So, was sieht denn nach EMP-Granaten aus? Schlossknacker, da sind sie auch nicht. Da sind sie doch, EMP-Granaten. Nein! Och! Soll sie doch nicht werfen, oder soll sie mir in den... Ach, blöd, wo sie jetzt... Das habe ich sie schon equipped. Ach, super. Ganz großes Kino hier, diese Steuerung. So, das sollte aber klappen. Schön, leider. Ah doch, ich dachte schon, das wäre jetzt nicht die richtige gewesen. Ja. Jetzt. Geh gleich los, Kollege. Und Tür auf. Gib mir Deckung, ich mach das. Alles klar. Ich versuch's zumindest. Ich brauche noch nicht Waffe. Wir haben ganz zufrieden bin ich mit diesen Waffen einfach nicht. Ist das so? Ich sehe hier noch keinen Besuch. Ah, da oben kommen sie. Das bringt nichts, ich brauche noch nicht Waffe jetzt hier, ja, verdammt. Raketenwerfer, ein bisschen übertrieben. Fatboys habe ich leider kaum noch.
Ah, hier. Nehmen wir das Maschinengewehr. Anstatt die Schrotflinte. Und dann probieren wir es mal mit dieser schönen AV-2X-Munition. Das Gefühl, die könnte helfen. Na komm, wo seid ihr? Wo seid ihr denn? Ich hab euch doch gesehen. Ja, das sieht auch schon ganz gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus, würde ich sagen. Da hat die Rüstung doch mal überhaupt keine Chance mehr gegen. So soll es sein. Hilfe! Fall um! Gibt's doch nicht! Und die geben mir auch noch ein bisschen von der Munition wieder. Ist nicht gut. Und wie kommst du voran? Okay, ich habe das Modul überlastet. Entdeckung! Okay. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Bevor ich hier in allen Einzelteilen zerstückelt werde von dieser Explosion. Ach, noch eine Tür. Boah, er ist so stark. Er ist einfach stark. Ich kann die Steuertafel überbrücken und dann kommen wir hier raus. Sehr gut. Aber beeil dich mal lieber. Ich fürchte, wir kriegen gleich etwas Besuch. Sie ist kaputt. Ich komme raus, aber du musst einen anderen Weg finden. Geh zu Elizabeth. Dort treffen wir uns. Na danke. Wieso komme ich... Stark. Okay. Guten Tag. Du bist tot. Wen sind mir direkt neuer Weg offenbart? Das ist auch ein reiner Zufall wieder, dass der Moment einer kam, wo ich nicht mehr weiterkam. Und hoffentlich relativ schnell wieder rauskomme, oder? Sehr gut. Immerhin musste ich den ganzen Weg zurücklaufen. Sondern mir wird direkt der Weg nach draußen. Ja! Gezeigt. Okay, dann mal schnell wieder raus im Auto. Hier ist immer noch Alarm. Okay. Das war interessant. Wechsel erstmal wieder zur normalen Munition, denn ich hoffe, diese gepanzerten Idioten warten jetzt nicht hier draußen auf mich. So, ab ins Auto und zurück. Ab geht die Post. Vielleicht bekomme ich auch nochmal eine zweite Chance mit diesem komischen Meteoriten-Fallen-Runter-Minispiel-Gedöns. Das hätte was. Boah, was macht er denn, ey? Kranker Typ. Ich fahr mal hier oben rauf. Oh, ja. Das war nicht so intelligent. Möchte ich mal sagen. Ah, Hilfe! Gib Gummi! Einmal schön um den Felsen herumdriften und da mal richtig schön Turbo geben. Asche zu Asche. Wir haben wieder ein paar nette Gegner, die wir zerstören dürfen. Und das ist auch schon der erste. Auch diese blöden Raketen, ne? Oh Gott. Wuhu. Hallo. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Danke. So, wo ist der nächste? Was war das? Man weiß es nicht. Geh sterben, verdammt. Ne. So, zwei noch. Du brennst doch auch schon. Ihr mit eurer lächerlichen Rüstung. Munition geht mir auch langsam wieder zur Neige. Ey. Weil ich ja auch die Hälfte daneben schieße. So. So, Nummer 5. Und noch
400 Schuss, das wird nicht nochmal reichen. Ich brauche also dringend neue Munition. Auch fürs nächste Gefecht gewappnet zu sein. Ein kleiner Sprung. Ich hoffe, mein Fahrzeug hat nicht zu viel Schaden genommen, aber das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Sehr gut, Marshall hat es also unbeschadet geschafft. Und auch wir sind zurück in Wellspring. Und werden mal gleich schauen, was denn als nächstes für uns bereit ist. Oh, 42%. Das ist nicht schön. Das repariere ich doch gleich mal für lockere $52.